Was ist ein Kajal und im Gegensatz dazu ein Eyeliner? Bleib dran, das erkläre ich dir jetzt. Uns wird ganz häufig die Frage gestellt, was denn eigentlich der Unterschied zwischen einem Kajal und einem Eyeliner ist. Das ist ganz einfach. Kajal ist die Bezeichnung für einen Strich am unteren Wimpernkranz entlang oder auf der Wasserlinie. Und mit Eyeliner ist der Lidstrich gemeint, also eine Linie entlang am oberen Wimpernkranz, so von oben aufgetragen. Die Cosline Kajalstifte kann man sowohl als auch verwenden, also für einen Strich unten, Kajal, oder oben als Eyeliner, als Lidstrich. Sie haben vorne eine ganz weiche Mine aus Wachs und sind deswegen wunderbar einfach zum Auftragen. Generell sind Kajalstifte für den Lidstrich am oberen Wimpernkranz für Anfänger besser geeignet, da es nicht notwendig ist, eine exakte Linie zu zeichnen. Und auch wenn du mal verwackelst, ist es gar nicht schlimm. Ganz grobe Schnitzer kannst du dann wunderbar mit einem Wattestäbchen korrigieren. Ein Flüssig-Eyeliner, sowas hier, der vorne so ein dünnes Pinselchen hat, der ist gedacht für den oberen Wimpernkranz, also Lidstrich am oberen Wimpernkranz. Das ist aber eher für die präzise, exakte Linie gedacht und das erfordert schon etwas Übung. Meine Schwester Lisa hat hierzu ein tolles Video vorbereitet. Da gibt sie Tipps speziell für Ungeübte zum Thema Lidstrich mit dem Flüssig-Eyeliner auftragen. Ich verlinke dir das Video hier oben. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns doch gleich einen Daumen hoch und schreib doch in die Kommentare, ob du den Unterschied zwischen Kajal und Eyeliner schon kanntest. Abonniere unseren Kanal und aktiviere die Glocke, dann verpasst du keine Videos mehr von uns. Bis bald, deine Tina.